So viele Rasiergeräte, aber welcher ist der richtige für mich? Du hast dünner werdendes Haar und willst dir die Haare nicht abrasieren? Dann klicke hier einmal auf den Link unten in der Beschreibung. In dem Video erkläre ich dir die effektivste Therapiemöglichkeit gegen deinen Haarausfall. Falls du dir die Haare abrasieren willst oder es bereits schon tust, aber den Vorgang optimieren willst, dann bist du hier richtig. Denn ich zeige dir, welche Rasierer in puncto Komfortabilität, Schnelligkeit und Gründlichkeit am besten geeignet ist. Im Grunde hast du zu Hause drei Möglichkeiten, um dir eine glatte Glatze zu rasieren. Ja, den Trimmer werde ich jetzt nicht berücksichtigen, weil der trimmt auf circa 1 mm runter, aber bringt kein ganz glattes Ergebnis. Welche sind diese drei Möglichkeiten? Ja, Möglichkeit 1 ist hier ein Folienrasierer, wird in der Regel vom Hersteller Braun hergestellt. Möglichkeit 2 ist ein sogenannter Rotationsrasierer. Das ist der hier mit drei Köpfen. Ja, 1, 2, 3. Und die dritte Möglichkeit ist die gute alte Nassrasur. Dafür habe ich hier jetzt einen Einwegrasierer. Ihr könnt natürlich auch andere Rasierer nehmen. So, das erste Gerät, was ich euch vorstellen möchte, ist ein Folienrasierer der Marke Braun. Ja, ein Folienrasierer zeichnet sich dadurch aus, dass er einen tiefer liegenden Klingenblock hat und eine darüber liegende Schärffolie, die könnt ihr hier sehen. Dieser hat auch noch hier in der Mitte einen Trimmer, damit auch längere Haare gefasst werden. Wie wird da angewendet? Zeige ich euch am besten gleich mal her. Einfach anmachen und dann hier hoch und runter fahren. Hoch und runter fahren. Hoch und runter fahren. Sehr simpel. Ja, jetzt gehen wir mal auf die drei Punkte ein, über die ich bereits gesprochen hatte. Punkt Nummer 1, Schnelligkeit. Um den ganzen Kopf damit zu rasieren, braucht man in der Regel 10 Minuten. Von der Gründlichkeit her ist er genauso gründlich. Ja, ich war wirklich selber auch überrascht, wie ein Nassrasierer. Ja, es ist wirklich, ich war sehr überrascht darüber. Und der dritte Punkt hat mehr Komfortabilität, auch sehr überraschend. Überhaupt keine Irritation, überhaupt kein Jucken hinterher, keine Schnittverletzungen. Selbst im sensiblen Nackenbereich kann ich mich damit ohne Probleme rasieren. Also diese braunen Folienrasierer sind wirklich sehr gut. Die nächste Gruppe von Rasierern sind sogenannte Rotationsrasierer, die in der Regel vom Hersteller Philips hergestellt werden. Diese haben drei rotierende Klingen ganz oben auf den Rasiererkopf, der flexibel ist und der sich der Kopfhaut anpasst. So, wie wird dieser Rasierer angewendet? Der wird anders angewendet als der Folienrasierer. Zeige ich euch auch am besten. Ja, einmal anmachen und dann mit Kreisbewegungen. Ja, die Kopfhaut rasieren. Wie würde ich diesen bewerten? Ja, also in puncto Schnelligkeit kann man ganz klar sagen, schlägt er das Braungerät. Weil durch diesen großen Kopf, ja, der wirklich perfekt an der Kopfhaut anliegt und die rotierenden Bewegungen, schafft man es unter 5 Minuten, sich die gesamte Kopfhaut zu rasieren. Von der Gründlichkeit her muss ich sagen, gewinnt der Braunrasierer, weil der Braunrasierer rasiert wirklich glatt. Bei dem, wenn man dann über die Kopfhaut geht, spürt man dann noch ganz, ganz kleine Stoppeln. Ja, sieht man nicht mehr, aber man spürt sie noch. Komfortabilität ist ein schwieriges Thema, ja. Das Rasieren auf der Kopfhaut ist ganz angenehm, aber wenn man jetzt hier in den Nackenbereich geht, da schneidet er ein. Also meinen Nacken kann ich damit nicht rasieren. Meinen Nacken, wenn ich mich mal damit rasiere, ja, muss ich den Nacken hier mit so einem Nassrasierer dann hinterher kurz ein paar Mal drüber gehen und dann ist die Sache erledigt. Das geht auch problemlos, weil da immer nur ein paar kleine dünne Härchen sind. Aber wie gesagt, wenn ihr es mal eilig habt,
dann ist so ein Gerät wirklich die erste Wahl. Und die dritte und letzte Variante, mit der wir uns eine glatte Glatze rasieren können, ist der Nassrasierer. Wie gesagt, es gibt Einwegrasierer und Mehrwegrasierer. Ich habe hier jetzt einen Einwegrasierer. Wie funktioniert das Ganze? Ja, da müsst ihr euch die Kopfhaut vorher mit Rasierschaum behandeln, damit die Haare einweichen, und dann könnt ihr es mit so einem Rasierer abrasieren. Das Rasieren geht dann nach dem Einweichen relativ zügig, aber da man hier mehrere Schnitte benötigt, ja, mit wirklich erstmal Kopfhaut waschen, Rasierschaum drauf, einwirken lassen, rasieren, Rasierschaum runter, dauert es dann in der Regel auch seine 10 bis 15 Minuten. Da gewinnt in puncto Schnelligkeit definitiv der Philips. Von der Gründlichkeit her kann man nicht sagen, ja, Nassrasur 1A glatt, aber der Braun kommt dem auch sehr nah. Deswegen würde ich da sagen, gibt es gar keinen Unterschied. Vielleicht, wenn überhaupt einen, dann wirklich ganz, ganz knapp, und dann wird der Nassrasierer gewinnen. Schnelligkeit haben wir, Gründlichkeit haben wir, Komfortabilität. Komfortabilität gewinnt dann hier auch der Braunrasierer, weil überhaupt keine Hautirritation, überhaupt keine Schnittverletzungen, von Komfortabilitätspunkten her, also wirklich sensationell. Wie man hier gut sehen kann, ja, haben alle drei Rasierer eigentlich gewonnen, weil Schnelligkeit, Rotationsrasierer, Gründlichkeit, Nassrasur, Komfortabilität und Folienrasierer. Ja, je nachdem, was euch liegt, könnt ihr es benutzen. Ich habe alle drei da, je nachdem, wenn ich es mal besonders gründlich haben will oder einfach mal gar keinen Bock habe auf irgendwelche Schnittverletzungen, oder wenn ich es auch mal eilig habe, dann benutze ich eins von den drei, ja. Und so geht es eigentlich auch am besten. Der Content von diesem Kanal ist das Thema Haarausfall, ja. Das heißt, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich gar keine Glatze rasieren, sondern sind gerade noch mitten im Kampf gegen den Haarausfall. Dazu habe ich eine Menge Videos auf diesem Kanal, und jeden Mittwoch lade ich immer ein neues hoch, um euch wirklich allen zu helfen, damit auch dem Letzten da draußen geholfen ist. Deswegen bitte ich dich, einmal hier unten auf den roten Abonnieren-Button zu klicken und meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche sehen, und wünsche dir noch eine schöne Woche. Mach's gut, ciao.